Was würdest du dir so wünschen für die Zukunft? Also siehst du dich selbst so, wenn du jetzt so träumen könntest, so als, also würdest du dich gerne als Rap-Superstar sehen? So, ist das der Weg? Wohin willst du für dich selbst? So, hast du da irgendeinen Plan? Ich habe da mal mit Kuchen lange drüber geredet, nachdem er diesen Skandal mit seiner Ex-Freundin hatte. Ne, so, da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ne? Ja. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, würde das alles so stimmen, wäre das nicht mein Freund. So, aber mal unabhängig, was man von ihm hält und was man nicht von ihm hält. Ne, ging es da so um die Art von Öffentlichkeit, die der hat und die Art von Öffentlichkeit, die ich habe. So, ich muss nicht Millionär werden und ich habe, als ich 2014, 2015, 2016 habe ich große Festivals gespielt, krasse Leute kennengelernt, mir echt einen Dorf runtergeholt, wen ich alles kannte und wessen Nummer ich alles hatte und so. Und das hat sich dann irgendwann so gewandelt. Ich habe immer noch die gleichen Leute von vor 20 Jahren. Ich mache Musik, die mir wichtig ist. Und ich fände es schön, und da bin ich auf einem guten Weg, wenn ich so nischig bleibe, dass ich Konzerte voll mache und so ein Monatseinkommen habe, auch wenn ich mal 2 Monate keine Mucke machen will, dass ich keinen Druck habe, dass ich weiß, ich kann leben. So. Mhm. Na, aber was hat Tupac mal in einem Interview gesagt? Du hast 2 Kinder, wozu brauchst du mehr als 2 Zimmer? Ja, ja. So, keine Ahnung, ob ich irgendwann eine Familie haben will. Aber wenn ich einkaufen kann, was ich will und eine schöne Bude habe, meine Musik machen kann und irgendwie mir keine Sorgen machen muss, dann reichen mir 600er Locations, wenn ich eine Tour spiele. Ich will in dieses Spotlight gar nicht rein. Ja, ich will in meiner Nische sein, will meine Fans haben. Darüber hinaus aber am besten auch gar nicht bekannt sein. Dass man auch das wäre, ja. Na, das wäre halt nice. So, wie, es gibt so viele, gerade im Rockbereich, es gibt so viele Acts. Ein Kumpel von mir spielt in einer Band, die heißen die Paddy Heads. Und der spielt Wacken. 80.000 Leute. So, ich war auf Alicias Lesung jetzt in Hamburg. Das war in der Fabrik. Und da war draußen ein Poster von denen und das ist eine 800er Location. Und du läufst mit dem rum, den kennt kein Schwanz, weil der macht so Irish Punk und ist in dieser Szene hart erfolgreich. Wenn er eine CD rausmacht, der verkauft, weiß ich nicht, 2.000, 3.000, 4.000 physische Tonträger. So, und du weißt, was das heutzutage ist. Und wenn er Konzerte macht, da kommen 800 Leute hin und wenn der Festival spielt, ist das Wacken. Aber außerhalb von dieser Irish Punk Szene, die halt voll die Nische ist, kennt den kein Arsch. Ja, ja, das ist eigentlich ganz angenehm. Und das ist total geil. So, weißt du, du gehst auf ein Konzert, da stehen Leute, die können jedes Lied von dir mitsingen und du kennst raus. Du gehst raus, aber außerhalb von diesen Leuten kennt dich keiner. Und da will ich sehr, sehr gerne hin. Ja, das finde ich super. Ja, könnte ich für mich mir auch vorstellen. Also ich mag diese Öffentlichkeit auch nicht so gerne. Also du warst ja auch JBB und so, dieser Hype sehr groß war. Ich persönlich, bei mir war es halt so, meine Kleine ist gerade geboren, ich bin mit dem Kinderwagen durch die Gegend gelaufen. So. Ich mochte diese Aufmerksamkeit nicht so gerne. Also klar, Fotos ab und zu mache ich gerne und alles cool. So. Ich bin da jetzt nicht irgendwie abgefuckt. Aber ich bin auch gerne so für mich. Ist das bei dir auch so? Ich glaube, der Knackpunkt ist, dass ich halt in der Gastro arbeite. Ne? Und sich irgendwann dann, weil ich da, also ich mache mich ja sehr gläsern in meiner Mucke und man wusste auch irgendwann, wo ich arbeite. Das heißt, ich habe, bis ich da gekündigt habe, bei einer Wochenendschicht immer bis heute pro Abend 30, 40, 50 Fotos gemacht. Wow, so. Krass, okay. Und na, ich habe halt auch in Köln so nochmal eine andere Reichweite als woanders. Also ich habe so sehr viel Lokalpatriotismus auch immer betrieben, kenne irgendwie sehr, sehr viele Leute in der Stadt. Und dadurch war es in Köln schon teilweise schwierig so. Also auch bis heute mit in Köln durch die Gegend laufen geht eigentlich nicht, ohne dass irgendjemand sagt, ey, was geht ab? Krass, okay, und heftig. Da gibt es dann aber halt, deshalb genieße ich Österreich auch gerade. Ja, ja, glaube ich dir. So, ich stehe hier am Tresen aller und kein Schwanz kennt mich, das ist super. Ja, ja. Aber es gibt halt diese Leute, die sagen, ey, guck mal, ich habe das und das Lied gehört, das und das Battle gesehen. Ich finde das cool. So, wer nice sich getroffen zu haben, kann auch vielleicht ein Bild machen. Ey, klar, kein Problem. 80% der Leute sind aber, ey, ein Freund von mir ist voll der Fan von dir. Und du hast so richtig raus. Ich würde gerne ein Bild mit dir machen, aber ich will gar nicht, dass du denkst, dass ich ein Fan bin. Ja, ja, ja. So. Ja. Das geht mir auf den Sack so, weil wenn, dann sag es doch. Du machst dich doch nicht klein, wenn du meine Musik gut findest. Ja, warum gehst du davon aus, dass ich mich dann cooler fühle als du? So. Und am allerschlimmsten sind aber die, die dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, du bist irgendwo im Club oder auf einer Party oder sowas und dann siehst du so, jemand guckt dich die ganze Zeit an. Ja, natürlich. Und dann geht er zu einem Kollegen und holt so das Handy raus und macht dann so. Ah ja, ja, ja. Googelt dann so. Bild. Ja, ja, ist, ja, ja, ist. Ja, ja. Und im besten Fall kommt er dann auch vorbei und sagt so, ey, ich kenn dich. Und dann ist so vorbei. Und ich denke so, ja, geil, Alter. Cool, was soll ich damit jetzt machen? So, wie unangenehm soll es sein? Ja, und das nervt halt. Wenn ich weiß, was du meinst. Leute werden, die kommen und offen sagen, ja, ey, cool, so zu treffen, das fand ich nice.
Muss ja nicht mal dieses Foto sein. Die angenehmsten Gespräche sind eigentlich immer, wenn jemand sagt, das und das war ein geiler Song, ich wollte dir nochmal Props geben. Ja, so, das geht mir ähnlich. Also ich mochte auch immer die Leute, die einfach direkt kamen, immer nice gewesen. Mir war immer unangenehm. Die Leute entweder, ich hatte Situationen, da habe ich auf einmal ein Foto, also habe ich auf Instagram eine Nachricht bekommen, war ein Foto von mir an der Kasse mit dem Kinderwagen, wo jemand einfach ein Foto geschossen hatte, während ich am Einkaufen war. Solche Sachen so. Das ist gruselig, oder? Ja, das ist einfach nicht geil so. Oder halt Leute, die, ich weiß nicht, ich war McDonald's, Alter, kommt irgendwie, sehe ich nur so einen Blitz. So in dieser Halbzeit damals, weil irgendwelche Leute von Weitem fotografieren, wie ich einen Burger fresse. Also das feiere ich auch nicht. Das ist unangenehm. Aber das sind halt Sachen, die kommen halt, ja, die gehen damit einher. Was soll man machen? Das sind halt Leute, die checken nicht, wie das ist. Ich habe mal, Manuelsen hat mal in einem Interview erzählt, dass er irgendwann mal eine Nachricht bekommen hat, ey, du krasser Superstar, ich habe dich eben im Netto an der Kasse gesehen. So, was machst du so einen auf Rich? Ja, so, Digga, was denken die Leute? Soll er einkaufen? Ja, eben, wenn er halt neben einem Netto wohnt und was zum Abendessen braucht, Bro, dann geht der halt in Netto. So. Das ist dann für den so Downgrade, du bist fake. Weil du Lebensmittel bei Netto einkaufen gehst, weil der halt zufällig nebenan ist und kein luxuriöser 5-Sterne-Italiener, sondern halt ein scheiß Netto, wo du Nudeln kaufen gehst. So, die Leute haben teilweise so eine komische Traumwelt davon, wie dieser Meister ist. Mhm. So, auch wenn Superstars kacken gehen, stinkt es halt so. Ja, und die klar. haben zu Hause Probleme, so. Mhm. Und der Kontostand macht auch einen Ehestreit nicht besser oder, weiß ich nicht, die Traurigkeit, wenn dein Fußballverein verliert oder dass es wehtut, wenn du den großen Zeh stößt. Mhm. Die haben so eine ganz andere Vorstellung von der Welt, in der man lebt, wenn man so ein bisschen Öffentlichkeit hat. Hatte ich früher aber. Ja. Als ich angenommen wurde, ich habe gedacht, jetzt verändert sich mein Leben, weil ich war ja Fan, so. Ich war Punch-Arroganz-Fan, ich war Weekend-Fan, Battle-Bar-Basti-Fan. Ja, ja. Und irgendwann dann so rauszufinden, okay, das sind halt auch alles normale Leute, Digga. Das ist ein bisschen ernüchternd. Ja, ich bin damals auch reingesteppt in dieses ganze Game durch Kiko. Ich war halt übelster Kiko-Fan. Ich habe Kiko immer übelst gefeiert. Mhm. Und so, man kommt da halt als Fan rein und ich weiß nicht, Alter. Also ich kann mit dieser Öffentlichkeit umgehen, aber wirklich nur zu einem gewissen Grad. Ich will jetzt auch nicht so voll im Rampenlicht stehen. JBB-Hypezeit war mir schon zu viel, bin ich ehrlich. Also ich fand es schon teilweise unangenehm. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass die Leute irgendwie ein falsches Bild auch von diesen ganzen JBB-Dingen hatten. So die, oder von Reichweite haben. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich war da zu der JBB-Zeit arm wie eine Kirchenmaus. Und die meisten Leute dachten irgendwie, Digga, ich wäre rich as fuck, weil ich da Millionen Klicks habe. Aber wir hatten ja nichts davon. Also außer halt die Reichweite. Digga, ich war bis letztes Jahr arm wie eine Kirchenmaus. Ich bin vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren an Karneval wegen einer, ich habe ja noch Gastro gearbeitet und da war eine Schlägerei, wie immer, auf dem Kölner Kiez, mit der hatte ich nichts zu tun, aber ich bin halt als Zeuge befragt worden und dann habe ich eine Nacht in der Zelle verbracht, weil ich noch Schulden offen hatte, die ich nicht bezahlen konnte. Ah, krass. Also ich war bis vor einem Jahr arm wie eine Kirchenmaus. Ja. So, dann kamen halt noch die Drogen dazu, dann bist du in so einem Teufelskreis drin. Du hast ja damals bei Julian auch keine Kohle verdient. Nee, null. Ich muss sagen, ich bin dem immer auf den Sack gegangen, ich habe meine Gelder immer bekommen. Mhm. Ich musste aber auch immer 5-mal nachfragen, aber Julian hat mir immer das bezahlt, was war. Abgesehen davon habe ich nie aber du musstest 5-mal nachfragen, krass. Ja, ich musste immer nachfragen. Ich war immer so, jo, ist jetzt raus. Und ich dachte mir, das kann doch nicht so schwer sein, Alter. Gerade heute, wo ich einigermaßen einschätzen kann, was der an uns verdient hat, hätte der auch einfach die Kohle rausschicken können, Alter. So. Ja, bei mir ist auch noch was offen. Also beziehungsweise bei uns von irgendwelchen Verkäufen. Ich weiß nicht mehr, ob es bei Casas Verkäufen waren. Da wurden doch dann irgendwann, hat man doch so Teilauszahlungen mitbekommen für die Downloads, die da irgendwie verkauft wurden. Ich habe zwar immer mein Preisgeld bekommen, aber so was Kleines, ich weiß nicht mal, ich kann es nicht mal mehr sagen, irgend so eine kleine dreistellige Zahl. Aber die kamen auch bis heute nicht. 100 Euro werden auch noch offen sein. Ich habe jetzt von Preisgeldern gesprochen, den Rest habe ich auch nie nachgefragt. Ja. Das war mir dann zu doof. Ne? Weil, ja, geht mir auch so. Keine Ahnung, die 300 Euro, die da offen sind heute, die pisse ich doch. Nein, Quatsch. Aber das war mir dann halt immer egal. So, weißt, ich habe gedacht, weiß ich nicht, was das damals war. In den JBBs vielleicht, keine Ahnung, 3-4K oder so gekriegt. Und dann war gut, dann wollte ich nicht wegen 200 Euro umheulen. Ja, aber mir geht's ähnlich. Also ich habe jetzt auch nicht, ne, bis vor einem halben Jahr war auf jeden Fall jeder Monat immer wieder so ein, ne, wie kommt man über den nächsten Monat? So seit einem halben Jahr hat sich das voll verändert, so durch diese ganze Streaming-Situation. Das ist, also ich habe es immer, das ist ein halbes Jahr her, aber ich habe es immer noch nicht realisiert, weil ich mir halt denke, ich habe so lange Musik gemacht und auch echt viel Arbeit reingesteckt, über viele, viele Jahre, aber das hat sich nicht annähernd so bezahlt gemacht wie diese Streaming-Situation, so dass es schon fast schwierig für mich ist, überhaupt Mucke zu machen, weil ich, weil das sich gar nicht rechnet, so im Zeitraum. Aber mein Backlash auf das, was ich am Anfang gesagt habe, es macht die Jahre, die du Musik gemacht hast, machen sich bezahlt dadurch, dass so viele Leute deinen Namen kennen, weil sie jetzt deine Streams gucken. Die Leute würden deine Streams ohne die 10 Jahre Mucke nicht gucken. Ja, safe. Du kriegst halt jetzt quasi deinen Paycheck für die 10 Jahre, die du gehustet hast. Mhm. So, und das ist dann auch okay. Aber ich war,
Ich weiß auch noch, Alter, als ich vor, weiß ich nicht, als ich dann irgendwie mal gedickt habe, wie es denn funktioniert, mit Mucke Kohle zu machen und was tatsächlich an Geld an so einem Auftritt steckt und in Spotify steckt. Ja, du bist Und dann live halt war. auch viel mehr unterwegs gewesen. Du bist ja auch, du hast auch Ja. dickere Eier. Ich weiß noch, wir waren damals irgendwie, als du hier in Berlin warst, in irgendeiner Veranstaltung, war so Open Mic, so ich eher so, ich weiß ja nicht. Cash ist direkt so, Digga, ich will da mitmachen. Du hast auch immer, du hast in der Hinsicht auch immer, ja, mehr Eier gehabt. Ich bin eher so ein introvertierter Typ. Ich bin gern hier in meiner Bude. So, von dem ist das Streaming-Ding ganz gut für mich. Du warst da schon immer, ne? Rauf auf die Bühne, du hattest da schon Ja, immer Bock. safe. Life ist mein Shit, Alter, so. Aber man muss halt das auch irgendwann zu einem Business machen. Shindy hat mal auf Road to Gold gerappt. Er sagte, ich habe gedacht, so Business-Sachen sind wie Wissenschaften, bis ich begriffen habe, ich muss nur ein paar Schritte machen. Und das habe ich vor 4, 5 Monaten habe ich das verstanden. Und dann haben wir an meinem Album gearbeitet. Und dann kam das und dann kam das. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ey, es ist Ende des Monats. Und hier sind noch 3000 Euro, Bruder, was mache ich damit? So, was soll die? Ich kenne das gar nicht, Alter. So, und jetzt. Weiß ich nicht, es ist vor einem Jahr ist meine Waschmaschine kaputt gegangen und ich habe meine Mom angerufen und gesagt, ey, guck mal, du hast doch, also jetzt nicht nach Geld, sondern du hast doch eine alte Waschmaschine stehen, so kann ich die haben, weil das war so der Downbreak, ich habe immer auf den letzten Cent gerechnet und Ja, jetzt, okay, kenne das ich halt was alles. da ist, ne? Auch wenn man jetzt nicht rich rich ist, sondern dass man halt leben kann, sich Dinge kaufen kann, sich mal ohne schlechtes Gewissen vielleicht auch mal für 150 Euro ein paar Schuhe kaufen kann, weil man die geil findet spontan, das ist halt für mich schon krass, ne? Und wer weiß, wie das ist. Und das, wo du gerade nach Zielen gefragt hast, vielleicht ist es dann so, dass ich in 10 Jahren nicht ein paar Schuhe sehe, sondern einen Fernseher sehe oder vielleicht ein Auto sehe oder so. Und mir denke, komm, das ist halt jetzt gerade da. Gib ihm. So, das wäre vielleicht Also du nice. willst halt einfach davon leben können, halbwegs sorglos, also ohne dir jetzt Genau. direkt, ja, nee, kann ich verstehen. Das ist Wenn ich eigentlich was auch. cool finde, will ich es mir kaufen, ohne zu rechnen. So, keine Yacht, aber sowas, was, ne, wenn ich irgendwas sehe und das ist dann halt nice oder ich sehe, weiß ich nicht. Es ist jetzt ein Festival und da sind alle meine Lieblings-Acts in Amerika. Dann muss halt nicht die Überlegung sein, wie lange muss ich Ketchup-Nudeln essen, sondern ist mir das Geld jetzt wert, aber ich habe es gerade. Ja, So, weißt du, das. klar. Habt ihr noch ein bisschen Kontakt mit Julian? Wie ist es bei dir? Also bei mir gar nicht. Null. Gar nicht, überhaupt Also nicht. das letzte Mal mit Julian Kontakt gehabt, war irgendwie eine Anfrage für irgendein Turnier. Ich kann es aber gar nicht mehr sagen. Da gibt es ja mittlerweile so viele Namen. Es war irgendwie vor wenigen Jahren. Ich kann es aber nicht sagen, welches Turnier das war. Und da meinte ich halt so, ja, Digga, bevor ich dir darauf eine Antwort gebe, will ich noch das Geld haben, was offen ist. Das ist zwar nicht viel, aber so, wäre halt korrekt. Da meinte er kümmert sich drum, das kam aber nicht. So, das war der letzte Kontakt, den wir hatten. Wie ist es bei dir aktuell? Auch nichts. Na, ich habe ja das Sly-Battle gehabt im JBB 2018 noch. Und Stimmt. Alter, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Aber ja, erzähl mal weiter. da war es ja so, dass also er hat mir vorher gesagt, du kannst dich schon auf deinen nächsten Gegner vorbereiten, so du hast gewonnen. Ne? Und dann hat sich das User-Voting aber gedreht, aber selbst mit gedrehten User-Voting bei dem Turnierverlauf, also bei dem Bewertungssystem damals, hätte es halt maximal ein Draw sein können. Ne? Also es war unmöglich. Julian hat mir gesagt, du hast gewonnen und selbst ohne den User-Vote wäre es maximal unentschieden gewesen. Und dann habe ich das Battle auf einmal verloren. Und dann habe ich so gedacht, okay, yo, da, na klar, die hat irgendwie ihren Step gemacht und so und generiert gerade mehr Downloads, weil Frau, ähnlich wie S-Matics damals. Und dann lässt du die halt gewinnen. Ist ja auch cool, no front, aber es war halt einfach nicht fair. So, und da bin ich mir ein bisschen verarscht vorgekommen. Und dann habe ich, als diese Corona-Cypher kam, weil ich eh nichts zu tun habe, habe ich eine Quali gemacht, habe die erstmal bei mir hochgeladen, überlegt, ob ich die einreiche. Dann haben Leute geschrieben, reich mal ein. Dann habe ich die eingereicht und dann hat er die nicht angenommen. Und Bro, nichts für ungut. Ich weiß nicht, ob er da einen Arsch offen hatte, weil ich in meinem Stream diese Sly-Geschichte erzählt hatte oder so. Okay. Das ist nicht möglich bei den JCC-Qualis, dass er die wegen der Qualität nicht angenommen hat. Das ist einfach, das kann einfach nicht sein. Und danach war so für mich, okay. Digi, ne, mittlerweile sieht man ja auch, was bei ihm so passiert und Ja. ist eigentlich keiner mehr wirklich Bock auf ihn hat. Und es tut mir fast ein bisschen leid, weil ich glaube, Mir das ist ein auch. sehr, sehr einsamer Typ, Alter. Ne, aber auf der anderen Seite, wer so viel Erde verbrannt hat, muss sich dann vielleicht auch irgendwann nicht wundern. Aber ich habe keinen Bock. Ja, es gibt ein paar Insider, die ich erzählen könnte, gibt aber bestimmt auch ein paar Insider, die er erzählen könnte. Auf das Niveau will ich gar nicht runter. Vor 5 Jahren hätte ich es wahrscheinlich noch gemacht. Aber jetzt denke ich mir, soll er machen. Ich hoffe, er stirbt nicht an was auch immer, der sich reinzieht und kriegt es irgendwie hin, wieder ein Ja, normales aber Leben zu führen, falls ich nicht. fühle, was du meinst. So, bei mir ist da auch eher so dieses Mitleid-Ding, was eine Rolle spielt. Und so wie ich ihn einschätze, ist das wahrscheinlich auch genau das, was er am wenigsten hören möchte. So, aber es ist nun mal so, dass da dieses Mitleid so schon bei mir überwiegt. So, scheiß mal auf die Kohle. Ich würde es ihm trotzdem wünschen. So, Mann, der war halt damals riesig. So, ne? Er hat uns irgendwie allen eine Bühne geboten. Wir haben aber, und das muss ich ganz klar sagen, weil viele das immer missverstehen, die so nach dem Motto, Julian, der Vater hat uns groß gemacht. Wir haben uns selbst groß gemacht auf dieser Plattform mit unseren Inhalten. Er hat halt die Bühne gehabt. So, das war ein beidseitiges Ding. Er hat uns verdient. Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber trotzdem, weiß ich nicht, Digga, irgendwie
Ja, würde ich ihm schon gönnen, wenn es wieder besser läuft. Ist doch voll vergleichbar mit dem Bushido K1-Ding, oder? Was K1 in seinen Song zugesagt hat. So, Bushido hat K1 berühmt gemacht und K1 hat dafür die Arbeit gemacht, durch die Bushido Geld verdient hat. Ja, safe, natürlich. Und genau so ist es auch. Das war ja ein Geben und Nehmen. Genau. So, vielleicht würde man uns kennen, vielleicht nicht. Es war ein einfacher Weg für uns, dadurch bekannt zu werden. Aber Julian hat Hunderttausende von Euros an uns verdient. So. Ja, safe. Ja, und deshalb sind wir, also alle, die sagen, wir sind Julian was schuldig, nö. Er uns auch nicht. Ich finde, da sind wir quid pro quo. Wir wussten, ob wir uns einlassen. Und fertig aus. Ja. Ich sehe das genauso. Ich hoffe, der kommt wieder auf die Beine, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm gerade gut geht, so, weil wie sein Content, wie das da alles läuft, das ist eigentlich nicht typisch Julian. Ich weiß nicht, wie du ihn kennengelernt hast, aber ich kannte ihn immer als sehr fleißig und sehr businessorientiert. So, das steht ihm eigentlich. Also wie er sich, was da so passiert, das passt eigentlich nicht zu ihm. Aber wir werden sehen. Mal gucken, was die nächsten Jahre sind. Also entweder er hat aufgegeben, so, oder er hat irgendein krasses Business im Hintergrund laufen, weil. Mittlerweile, selbst mit dem Kanal, den er hat, der ist nicht tot zu kriegen. Nee, und das Interesse an seinem Namen ist immer noch groß genug, dass wenn der 5-6 Videos im Monat machen würde, wird der wieder fünfstellig Geld im Monat verdienen. Ja, das wär ein easy Step für den. Stell dir vor, der macht Streams. Stell dir vor, kommt live. Ja? Also, Digga. Der könnte mit seiner Reichweite, wenn der durchziehen würde, ich sage dir, der wäre in 2 Jahren Millionär, selbst wenn er jetzt bei null wäre. Aber warum er das nicht macht, weiß nur er, Digga. Keine Ahnung. Ja. Und wie, ganz kurz, das hast du nämlich gerade angeschnitten, die Sly-Geschichte, wie war das für dich? Also ich meine, klar, du hast es so gesehen, wie du hättest gewinnen müssen. Ich werde da noch mein Urteil nochmal zu sagen, weil ich hab's zwar gesehen damals, ja, aber ich bin ehrlich, ich habe das jetzt nicht irgendwie komplett auseinandergerupft für mich, ich habe einfach konsumiert, einmalig gesehen. Ich guck mir das ja irgendwann an, wenn wir da beim MörkBB sind, mal gucken, wie ich das dann sehe. Aber wie war das für dich in der öffentlichen Wahrnehmung? Weil natürlich, du weißt, wie es ist, wenn Julian eine Entscheidung fällt, dann sprechen das viele nach. Hat es wehgetan? Also die Leute, die nicht da Julian hinterherlaufen, Sly, hat einen krassen, krassen, krassen Sprung gemacht. Ne? Wir waren gerade genau in dieser Phase ficken oder nicht ficken. Das war kurz nach der Trennung mit Zart und so weiter und so fort. Aber ich habe das Safety bessere Runde gemacht. Es war keine Glanzrunde von mir, aber ne, Sly hat, wie altbekanntes Zitat, den Sprung von Wake zu Standard gemacht. Und das war überraschend für viele. Aber ich habe, wenn du das neutral anguckst, habe ich das gewonnen so. Und das sage ich bei vielen Sachen nicht. Ne? Ich habe kein Problem damit, mich hier hinzusetzen, werden es ja gleich sehen und zu sagen, du hast mich damals gepickt. Ja. Aber gegen Sly habe ich gewonnen so. Und wie das alles abgelaufen ist, war dann am Ende des Tages für mich auch so offensichtlich, dass ich mir komm, fuck it, Alter, dann bist du durch mit dem Thema. Es hat sich nicht länger beschäftigt, dass Julian das dann so gewotet hat oder so. Okay. Nee, und wie ist gar nicht. Mit Slice? Auch, alles cool? Auch die Quali und die Runde so. Ich habe ja irgendwie. Die Quali in dem Jahr hat ja wieder, die hat glaube ich auf Julians Kanal 1,5 Millionen, auf meinem Kanal nochmal 600.000, die Neppes-Runde hat auch wieder 1 Million Klicks gemacht und das hat sich aber auch nicht mehr so angefühlt, auch wenn die Zahlen ähnlich waren wie früher, weil 1 Million Klicks auch nicht mehr zu dem Zeitpunkt nicht mehr so viel gewesen sind wie damals. So mittlerweile, ich habe das Gefühl irgendwie, es gab so eine Zeit, da waren 1 Million Klicks gar nichts mehr wert. Und jetzt, in diesem Moment, in diesem Jahr, ist 1 Million Klicks aber wieder so wow. Ja, voll. Es war irgendwie nicht das Ding. Alle haben so gesagt, das JBB ist tot. Und es hat aber die gleichen Klickzahlen gemacht wie damals. Aber es war so, nö, ich war auch nicht richtig mit Herz dabei. Hatte ein paar andere Sachen. Ich habe dann auch keine Bonusrunde gemacht. Na, wir waren auf Tour, Alter. So, und ich habe damit Real Talk gerechnet, auf der Bühne erschossen zu werden. So, da ist mir egal, ob Julian sagt, okay. Alles, mach mal dein Sly-Battle. Ja, okay, kann ich verstehen, ja. Hast du mit Sly irgendwie noch Kontakt gehabt oder so? Oder wie ist da euer Stand? Seid ihr irgendwie cool miteinander oder? Ich habe mich danach noch so ein bisschen, aber halt auch nur sportlich drüber lustig gemacht. Es war zum Beispiel damals war mein so ein Subbild hat ein Fan erstellt, aber auf meine Nachfrage diese Titanic-Szene mit Jack, ich fliege mit meinem Gesicht und Slys Gesicht. Also ich habe mich dann so ein bisschen ironisch drüber lustig gemacht. Okay. Aber ich finde Sly immer noch eine weirde Musikerin. So, das ist ganz mit einziehen, das habe ich auch öfters gesagt. Ich kenne sie persönlich nicht, aber ich cringe halt, wenn ich Musik von ihr höre. Und, aber wie wir gerade gesagt haben, deshalb höre ich halt einfach keine Musik von ihr. Ja, okay. Aber da ist das kein böses Blut, alles entspannt. Nö, von meiner Seite aus gar nicht so. Also die spielt halt keine Rolle so in meinem Denken. Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, brennt dir noch irgendwas auf der Seele oder wollen wir uns die Runden geben? Ey, wenn du Bock hast, wie gesagt, ich hab mir den Abend freigehalten, wir planen das ja schon eine Weile, aber wir sind ja jetzt in deinem Stream gelandet und nicht in meinem, deshalb bist du quasi... Ey, wir können, der Chat, vielleicht hat der Chat Fragen, können wir den noch mit einbinden? Vielleicht habt ihr irgendwie noch Fragen so, vielleicht im optimalen Fall in Bezug auf uns beide oder vielleicht nur auf Caches oder weiß ich nicht, ne? Könnt ihr mal was reinhauen, weil ihr habt ja viel mitgeschrieben, aber kann man immer schwer folgen, wenn man am Quatschen ist. Ach so, stimmt, deine Frage, genau, weil vorhin, er war kurz Thema... weil Laska ja irgendwie meinte, ich wäre jemand so, ich würde mich dann immer bei meinen Gegnern entschuldigen und ich habe ganz ehrlich geantwortet, dass ich es nicht mehr weiß. Habe ich mich bei dir entschuldigt für die Runde danach? Ich weiß es nicht mehr.
Also bei Diverse habe ich mich entschuldigt. Habe ich aber auch nie verlangt. Okay. Ja, bei Diverse habe ich mich entschuldigt, weil ja da diese Fake-Screenshot-Geschichte drin war. Das war halt über wack, so jetzt im Nachhinein. Ja, finde ich halt schwach. Wenn man mit so Bildern disst einfach. Weißt du, was ich meine? So wenn du so Fake-Real-Talk hast und dabei baut auf die Lines auf, dann ist das immer noch die Kunst, diese Geschichte gut zu verkaufen. Aber wenn du das halt unterfütterst mit irgendwelchen Fake-Screenshots, so finde ich wack. So, da habe ich mich entschuldigt. Ja, du weißt ja auch, was Fake-Screenshots auslösen können. So, ja, vielleicht spielt das da auch eine Rolle. Ja. Aber nö, bei mir nicht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn du bei dem, wie ich mich nach unserem Battle verhalten habe, Alter, und wie ich da irgendwie nicht hingekriegt habe, einzusehen, dass ich das verloren habe, wenn ich da entschuldigt hättest, hätte ich auch gedacht, Pussy. Echt, ja? So, weißt du, krass. Du gewinnst gegen mich, ich krieg's nicht geregelt, damit umzugehen, fronte weiter gegen dich und dann sagst du sorry. Das hätte ich nicht ernst nehmen können. So, dann hätte ich gedacht, okay, das ist eine Muschi so. Aber, okay. Also ich hoffe, du kannst mir folgen so. Ne? Wenn ja, ich weiß, was du jemanden meinst. Im Battle einstampfe so, der aber eine ähnliche Reichweite hat wie ich, wie es damals ja war, der danach mich noch beleidigt und dann würde ich hingehen und mich dann noch entschuldigen, obwohl er sich ja gerade verhält wie ein Arschloch, dann würde naja, ich aber was heißt Muschi? Vielleicht ist es einfach nur ein ganz, ganz lieber Mensch. Ja, aber nee, bei mir hast du dich nicht entschuldigt. Okay, und, okay. Ja, weil ich wusste das auch nicht erwartet, Mann, weil es war ein Battle, du hast deinen Job gut gemacht. Wusste es nicht, ich wusste es eben nicht mehr. Ich hätte es mir halt vorstellen können, dass ich mich vielleicht in der Hinsicht entschuldigt habe, dass diese Mediakraft-Geschichte halt ein bisschen sehr überspitzt dargestellt wurde. Das wird ja auch gleich noch interessant, mal gucken, wie du das Ganze siehst. Also wie würdest du sagen, das war so komplett Fake Real Talk oder würdest du sagen, da ist so ein bisschen Wahrheit dabei oder gar nicht? Wie siehst du die ganze Geschichte? Du hast genau das gemacht, was ein Battle ist. Du hast eine Information genommen und diese Information halt überspitzt bis zum geht nicht mehr. Ja, ja, ja. Na, das ist so, weiß ich nicht, wie man, keine Ahnung, man geht in den Club so und sieht eine Alte und flirtet mit der und trinkt irgendwie ein Bier mit der und dann erzählt man so und dann kommt raus, die ist 17 und dann sagst du, oh, okay, crazy, ey, Entschuldigung, das wusste ich nicht so und gehst dann wieder weg. Und diese Story kommt dann irgendwie raus, der erstmal nicht schlimm ist, so, keine Ahnung, kann jedem passieren, hat den Ausweis von ihrer Schwester genommen oder so. Mhm. Und die Story kommt raus und dann machst du daraus, ey, der fickt Kinder. Mhm. So, das ist ja dann nicht grundlagenlos, sondern du nimmst eine Situation und bastelst so weit auseinander, dass das halt ein Ding ist. Und ich hatte ja damit mit Mediakraft zu tun. So. Und du hast halt diesen Fakt genommen, der hat mit Mediakraft zu tun und daraus eine maximal eklige Geschichte gebaut, die aber ja auf den wahren Kern fußt. Und wie siehst du das, dass die Information, die ich hatte, ja in einer privaten Nachricht von dir kam? Weil das ist ja, also, welche? Ja, naja, du hast mir das damals erzählt, dass du bei Mediakraft irgendwie halt eine Studiomöglichkeit hast. Und daraufhin habe ich das aufgebaut. Es war zwar öffentlich auch einsehbar, aber ich hätte das nicht gewusst ohne deine Nachricht. Wie siehst du das? Habe ich bis zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade nicht miteinander in Verbindung gebracht. Scheiße. Ich bin am Arsch. Ach, nee, alles gut. Aber so war das halt damals. Ne? Ich habe diese Information gehabt und hatte halt in meinem Kopf, so war halt in meinem Kopf, ne, dachte ich mir halt so, okay, krass, Digga, der ist dann im Turnier und die bieten ihm ein Studio an und nicht jedem. Gut, du hast da unterschrieben, es ist irgendwie logisch. Ne? Ich kenne ja diese ganze Mediakraft-Situation. Die haben ja bei mir auch damals angefragt. Also die haben halt dann halt so, die haben so verschiedene Studios, die sie einem anbieten können, nicht nur für Audio, auch für Video und so, ne, indem man dann so ein Greenscreen hat und so gibt's ja, die haben ja so vieles in verschiedenen Standorten. Damals dachte ich dann halt so, okay, krass, so als Teilnehmer hat er dann ein Dings, aber klar, natürlich war die Situation überspitzt, also ist ja auch im Nachhinein klar, dass du aber nicht das ist ja jetzt gewonnen hast. Schon wieder ein perfektes Beispiel dafür, wie so eine Information wirken kann, weil so wie du es erzählst, ist es, boah, die machen ein Turnier und haben da irgendwie einen, der eine relativ große Reichweite hat und dann geben die dem Studio... Ja, so war mein Gefühl in dem Moment, als ich es gehört habe. In ja. Wirklichkeit war es aber so, dass ein Typ von Mediakraft ein paar gemeinsame Freunde mit mir hatte, ich dem erzählt habe nach dieser Story mit Eugen, ey, ich weiß gerade nicht, wo ich aufnehmen kann, und der einfach, weil wir uns über Mediakraft privat kannten und der zufällig da gearbeitet hat, gesagt hat, ich habe da einen Kollegen, ich gebe dir mal seine Nummer. Ah, okay, und das war's. Okay, das liegt gar nicht über Mediakraft, sondern es war ein Dude, den ich zufällig von da kannte. Okay, krass. Und dann wirkt die Geschichte schon wieder ganz anders. Ja, 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 klar. Bei mir, ich hatte halt nur diese Information und habe mir gedacht, okay, ne, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich da auf diesen zweiten Part kam, aber irgendwie, wie kam er ja dann, ich glaube, das war auch der dich wahrscheinlich mehr gestört hat oder der am Ende so, ne, das Problem war oder ja, dich gefickt hat insofern, dass der halt, ne, öffentlich die Wahrnehmung war, okay, Cassius wurde geschlachtet. Wie hast du die Analyse aufgenommen? Die war ja sehr hart. Die habe ich nicht gesehen. Ich glaube, bis heute nicht gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht habe ich es nochmal im Stream geguckt. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, was ich noch weiß. Also erstmal zu dem, was du eben gesagt hast. Du könntest mir jetzt erzählen, dass du dich in mein Facebook gehackt hast. So.
Und es würde mich nicht triggern, weil ich bin mit einem Leben, wie ich es gerade führe, so zufrieden, dass Ja, da ja. irgendwelche alten Kamellen sind. Nee, egal. Na, und wir haben alle damals Scheiße gebaut, ich auch. Na, ist vielleicht nicht die feine englische Art, würde ich jetzt sagen, irgendwas zu nehmen, was ich dir privat erzählt habe und darauf zu recherchieren. Aber ist mir jetzt egal, wie gesagt, ich habe auch oft dran geschissen. Dann gleicht sich die Waage vielleicht ein Ja, bisschen ja, aus. ja. Aber ich war auf Mallorca mit einem Freund von mir. Und das war tatsächlich einer von drei Urlauben, die ich in meinem Leben gemacht habe, weil ich ja nie Kohle hatte und teilweise eben auch meinen Ausweis irgendwo an den Flughafen legen konnte, weil ich ansonsten halt nicht hätte fliegen dürfen. Scheiße, ja. Deshalb erinnere ich mich sehr krass daran. Und ich glaube, am zweiten Abend oder so, wo wir auf Mallorca waren, hat Julian mir geschrieben, dass ich raus bin. Und dann wollte ich mir den Urlaub aber nicht kaputt machen so und habe mir die Analyse dann, wenn ich mich richtig erinnere, ne, es ist 8 Jahre her, Alter, habe ich mir nicht angeguckt. Hab versucht, mich davon so ein bisschen frei zu machen. Und als ich dann nach Köln kam, waren die nächsten Battles schon wieder da. Ich bin zum Videodreh gefahren von Diverse für die Runde gegen Perplex. Und da war dann wieder ein bisschen positivere Stimmung. Ich habe dann irgendwann noch aufgehört, Facebook-Nachrichten zu lesen. Und ich meine, ich habe die Analyse nie gesehen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir ist ja so, ich gucke mir alles komplett an. Wenn du Bock hast, könnten wir die zusammen gucken, wenn du da down mit wärst. Klar. Die ist halt schon ein bisschen ekelhaft, aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber. Nein, können wir uns reinziehen, gar kein Problem, können wir gerne machen. Okay. Ist ja für da, ist ja, du machst das ja für die Reactions später auch, wenn du die hochlädst, so, ne? Dass du dir die Analyse anguckst. Können wir uns gerne Genau, angucken. genau, genau. Ja, nice. Mega. Ich habe es gesehen, dass du So. auf die JMA reagierst. Auch nice. Also steppst du so ein bisschen auch in das Reaction-Game. Wirst du erstmal nur JMA machen? Warte, oder eine andere Frage. Hast du dir mal überlegt, JBB-mäßig die Legacy durchzugehen? Oder steht das für dich nicht zur Habe Debatte? ich schon gemacht. Ich habe Ach. ja während Ach Corona, ich so, habe ja das während wusste ich Corona nicht. quasi more or less von meinem Streaming gelebt. Also ich habe damals dreimal die Woche gestreamt, auch auf YouTube. Hatte da auch krasse Zahlen. Also auf Twitch war es immer ein bisschen weniger, aber auf YouTube. Normal, normal, Ich ja. weiß nicht, warum das so ist. Ich habe halt 20.000 Abos, aber mein YouTube-Kanal läuft irgendwie richtig gut. Also auch wenn ich was hochlade auf Songs und so, die machen eigentlich, also die machen oft sechsstellig und meine YouTube-Streams hatten immer so zwischen 600 und 1.000 Zuschauern. Ja, das ist Und ich habe halt auch eine geisteskrank. brutal Ja. spendable Community gehabt und das hat mir während Corona echt den Arsch gerettet. Ja, aber auch bei dir Und liegt's wieder da habe an ich so meine deiner. Sachen durchgeguckt. Bei dir liegt es auch wieder an der Legacy, ne? Also die Leute sind ja nur bereit zu spenden oder dir was Gutes zu tun, weil du halt auch, ne, die wahrscheinlich eine Weile begleitet hast oder früher halt viel unterhalten hast. So, das macht sich dann, wie du gesagt hast, ne, im Nachhinein halt dann bezahlt. Im JBB hat man davon nicht viel gemerkt, außer die Klicks und Fotos so, ne? Und das kommt dann halt erst im Nachhinein. Aber das ist wirklich geisteskrank. Also auf YouTube, der Unterschied auf YouTube zu Twitch ist geisteskrank. Also ich habe auch auf YouTube teilweise 1.000, 2.000, 3.000 Zuschauer gehabt, habe ich früher mal gemacht. Und auf Twitch sind dann so 80 da, zum Beispiel, jetzt je nach Content. Ne? Wir haben Ja. jetzt durch Reactions auch Ja, mehr gut, da. jetzt, ich wollte ja sagen, das ist mir auch aufgefallen. Ja, du hast ja auch bis vor 4 Monaten immer so mit, keine Ahnung, 60 bis 150 Leuten gestreamt und Ja, jetzt sind ja. es halt so 300 bis 500. Also ich glaube aber jetzt mal Real Talk, gerade, da lag ich glaube ich richtig, dass das Leute interessiert. Gerade ist auch für deine Verhältnisse sehr gut, oder? Ja, safe, safe, safe. Also ich würde sagen, wenn ich so auf JBB-Content reagiere, ich weiß nicht, Chat oder Mods, ihr könnt gerne mich verbessern, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, da ist das immer so ein Bereich 250 bis 350 oder sowas. Wenn ich Gaming mache, sind da nur noch 110 da. Also man merkt direkt diesen Unterschied. Ne? Ist halt voll contentabhängig Ja. auf Twitch. Und ja, jetzt auf jeden Fall weitaus mehr. Ich glaube, das letzte Mal waren so viele Leute da, als ich mit Lion das Gespräch geführt habe. Die Leute haben halt Bock drauf, ne? Wenn so zwei Leute, die irgendwie eine Verbindung miteinander haben oder so, miteinander quatschen. Ich glaube, da haben sich auch viele Leute drauf gefreut, weil es war ja nicht nur bei dir so, auch bei mir waren einige Leute da, die meinten, ey, Gio, was ganz krass war, ist, dass ganz viele Kommentare auch immer kamen, so, ey, was, hast du noch Beef mit Caches? Und ich dachte mir immer so, hä? Woher haben die das? Weißt du woher? Also meinst du, das liegt nur an diesen Sticheleien oder hast du da irgendeine Erklärung für? Weil ich habe das immer nicht Das gepeilt. kommt So. von mir. Das kommt von mir. Ich habe halt safe. Also ich habe halt dadurch, dass ich mittlerweile auch so relativ spartige Musik mache, aber auch viel. Ich habe ja auch meine EP bei Twitch irgendwie komplett live produziert in 72 Stunden so. Ah, krass. Und ich habe mittlerweile eine Base, ne, das zeigt sich halt auch in den Live-Zahlen, die zwar deutlich kleiner geworden ist, aber die halt wirklich stramm, stramm, stramm steht so. Also wenn ich ein Konzert spiele in Köln, das ist ausverkauft. Wenn ich ein Album mache, ne, charte ich halt so durch physische Tonträger. Und wenn ich streame, das, was da an, sagen wir mal, einfach wie es ist, was an Einnahmen kommt im Verhältnis zu den Zuschauerzahlen, ist halt auch crazy. Und dadurch, dass ich halt auch häufiger mal thematisiert habe, wie viele Leute mich scheiße finden,
sind halt die Leute, die Fans sind, sind halt auch so wirklich, auch durch das Attitude-Ding. Es gibt 300, 400 Leute, die sich dieses Attitude-Zeichen hier gestochen haben. Krass. Also ich habe halt wirklich Hardliner-Fans so. Und das sind dann halt auch wahrscheinlich Leute, die zu dir gehen und sagen, wann redest du mal mit Cashes? So immer, wenn mein Name in irgendeinem YouTube-Titel auftaucht, sehe ich da die gleichen 30, 40, 50, 60 Accounts, die direkt kommentieren und Rücken geben und so. Das ist halt nice. Ja, das ist cool. Bei mir ist das ja auch so. Es gibt, jetzt sind viele Leute da, viele Namen kenne ich nicht. Liebe Grüße an euch. Und wenn ich so alleine streame oder mein Ding mache, es sind so, man hat so eine richtige Kernbase von vielleicht wirklich der Kern, der wirklich immer da ist, sind dann so die gleichen 80 immer. Und das ist crazy, was auch, ich meine, guck mal, du kannst Millionen von Klicks haben, aber leben wie ein armer Hund so oder 80 Leute haben in einem Twitch-Stream, die dich supporten. Und die Finanzen sehen ganz anders aus. Das ist echt krass. Also von dem her, ich erlebe das Gleiche so. Also die Community, also was ich teilweise an Subs, auch an der Stelle wieder, Dankeschön, kriege so im Vergleich zu den Zuschauern, die andere Leute teilweise haben, denke ich mir auch immer, ey, Alter, what the fucking hell. Ne? Aber da merkt man halt einfach, dass die Leute anscheinend über die Jahre oder über diese ganze JPB-Zeit, so viele Leute haben mir geschrieben, ich bin Teil deren Kindheit und Jugend so. Ne? Also das ist ja so ein heftiger Satz. Du bist einfach Teil meiner Kindheit oder Jugend und das wird bei dir nicht anders sein. Von dem her ist krass. Man unterschätzt aber auch den Impact, den wir damals hatten. Mhm. Hast du dieses Icon-Ding mitbekommen, dieses Turnier, was jetzt stattgefunden hat? Nein. Das war so eine Art Musik-Ding mit so Street-Rappern mäßig. Mhm. Das ist krass durch die Decke gegangen. Einer von denen ist jetzt sogar auf dem Kianosch-Album drauf und so. Das hat Hunderttausende von Klicks gemacht und so. Die Leute gehen alle gut ab, haben teilweise 400.000, 500.000, 600.000 monatliche Hörer auf Spotify. Also das ist richtig eingeschlagen, aber in diesem Straßenrap-Bereich. Mhm. Und das Erste, was ich dann gesehen habe, war, einer von denen wurde in einem Interview auf mich angesprochen und hatte gesagt, ey, der hat so meine Jugend geprägt, das war so eine der Sachen von damals, die ich krass fand, die mich motiviert haben. Und ich denke mir, nee, so, ich bin der deutscheste Deutsche, der hier sitzen kann und so ein Typ, wo du denkst, der kennt meinen Namen nicht, sagt, der war mein Kind. Dann gab es einen Song von da, den ich krass fand und dann habe ich in meiner Story gepostet, weil der in meinen Top 10 Songs des Jahres war und alle vier auf diesem Song, wo ich auf der Straße so denken würde, okay, guck jetzt nicht falsch, haben mir alle viel geschrieben, Alter, krass, das von dir zu hören und damals und so weiter. Also wir haben für viele Leute, die jetzt so 20 sind, haben wir, glaube ich, mehr Einfluss gehabt, als wir denken, weil damals waren wir große Namen so. Die sind dann halt meistens auf diesem, okay, jetzt verfolge ich es nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was die machen, aber damals war es crazy. So, ja, und das ist krass. Also wir haben damals echt Menschen beeinflusst. So. Das ist wirklich krass. Ja, das ist ich merke das auch durch den Reaction-Kram. So, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, auf irgendjemanden reacte und dann kommt eine Nachricht und von irgendjemandem, von dem ich noch nie was gehört habe und der rappt stabil so, das ist nice. Und der erzählt mir, der hat damals die ganzen JBB-Sachen geguckt. Digga, das ist crazy. Ne? Man ist sich dem selbst echt nicht so bewusst, was man da, ja, man war da echt ein Teil von was Großem. So, aber man hat es selbst gar nicht so wahrnehmen können, so, weil das sind halt nur Zahlen. Man kann die ja nie so richtig einschätzen. Ist so. Auf jeden Fall. Gio Cash, das sieht ja im Vergleich zu dir noch wie ein junger Hüpfer aus. Ja, ich glaube, das macht mein Bart. Und meine Glatze. Der Cash ist. Ich alter nicht, mach dir keine Sorgen, ich bin wie Will Smith, Alter. Das ist ganz, ganz komisch. Ja, ist so. Du bist auf jeden Fall, du hast dich nicht stark verändert, ne, im Gegensatz zu früher. Ich sehe wirklich aus wie 16. So, du kannst ein Foto von mir nehmen, wo ich 16 bin, eins von jetzt daneben tun, was bei meinem Lebenswandel eigentlich nicht so sein dürfte. Aber ich alter einfach nicht. Es ist krass. Ich hab ein bisschen Angst, dass irgendwann so mit 31, 32 ich so 10 Jahre in Zweien mache. So, dass mein Körper sich dann mal wehrt. Aber ich hab gute Gene, Alter, muss man sagen. Ja, aber ist doch nice. Ist doch nice. Wobei ich sagen muss, ich gefalle mir mittlerweile besser als in der JBB 2013 Zeit. Aber ich habe mich auch immer schlecht präsentiert. Ich habe da nie so viel Wert drauf gelegt, ne? So auf Optik und sowas. Und ich glaube, das hat mir auch viele Punkte eingebüßt. Du warst auf jeden Fall immer einer, das ist mir auch in der Quali dann im Nachhinein aufgefallen, du konntest dich immer sehr gut verkaufen. Also zumindest so vor der Kamera, wie du so deine Grimassen geschnitten hast und sowas. Fand ich. Siehst du, boah, nimmst du es nicht so wahr? Das sehe ich ja gar nicht, Alter. Das sehe ich schon. Gar nicht. Ich finde es so cringe, wenn ich mir alte Videos angucke. Ich habe im Steam, man ist bei sich selber natürlich auch immer kritischer. Aber dann versuche ich so lustig, so oder irgendwelche Grimassen. Ich finde es so peinlich heutzutage, mir alte Videos von mir anzugucken. Aber man muss das natürlich einordnen zu der Zeit. Ja klar, ich verstehe das schon. Mir ist alles unangenehm. Alles Alte, was ich von mir sehe, ist mir prinzipiell unangenehm. Ist so normal. Aber wenn ich das so als Außenstehender angucke, also deine Quali, dann muss ich sagen, Digga, ich fand, du hast dich gut verkauft. Aber man nimmt das selbst natürlich immer anders wahr. Ja, safe. Keine Ahnung. Wenn jemand anders auf einen guckt, ist halt immer, weiß ich nicht. Bei jedem, der irgendwie was Kreatives macht. Du kennst das ja selber. Du machst wahrscheinlich, wenn du einen Song machst,
ein halbes Jahr später findest du den scheiße oder dir fallen so Kleinigkeiten auf und dann ja, spielst du ja, dem irgendwem vor und der sagt so, ist ein krasses Ding. So, und diese Feinheiten, die du selber safe, findest, wo du weißt, safe. okay, das könnte ich besser, andere Leute hören das nicht. Nee, Da muss man dann, ja. darf man auch nicht so perfektionistisch sein. Ja, ich finde Musik hören, also eigene Musik hören, wenn sie nicht gerade ganz neu ist, ist immer Arbeit. Weil ich immer nur denke, was hätte ich besser machen können? War das so, ah, der S-Laut so? Also ich finde eigene Mucke hören, wenn sie gerade fertig ist, dann fühle ich das vielleicht total und denke mir, das ist der krasseste Song, den es jemals gab. So, du kennst dieses Gefühl. Aber Monate später oder ein Jahr später, wenn ich alte Mucke höre, ist für mich immer Arbeit, weil ich kann das nie so neutral feiern. Ich denke mir dann immer so, ah, was hätte man da anders machen können? Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Das hat sich bei mir, seit ich so ein bisschen diese Rockschiene fahre, hat sich das bei mir total geändert. Bei Rap-Sachen voll. Aber seit ich mich so getraut habe, so ein bisschen auch in diese Rock- und Punk-Richtung zu gehen und so, die Songs höre ich immer gerne, weil da für mich halt so ein anderer Anspruch drin ist. So. Weil eine Line oder eine Reim würde ich mit 6 Monaten mehr Arbeit auf jeden Fall besser schreiben. Aber wenn mir eine geile Harmonie einfällt, eine geile zweite Stimme einfällt, eine geile Gesangslinie oder ich einen Schrei cool hingekriegt habe oder so, dann ist der 6 Monate später immer noch cool. Okay, so, das verstehe ist, ich. Ja, wenn es okay. weniger um die Lyrics geht als um das Soundbild, das ist nice. Also ich höre mir die Hip-Hop-Sachen tatsächlich von meinem ersten Album höre ich mir gar nicht mehr gerne an. Aber es gibt einen Song, der heißt Schau nicht mehr nach hinten. Und der war nicht mal eine Single und der hat überkrass performt. Das ist auch immer der Opener bei meinen Live-Shows. Den höre ich 1,5 Jahre später immer noch privat. Also ich höre auch privat meine eigene Musik tatsächlich, so 2, 3 Songs zumindest. Echt, ja? Okay, geil. Krass, krass. Also ich höre meine Mucke wirklich in der Regel nur, wenn sie neu ist oder zu Überprüfungszwecken, beziehungsweise so nach dem Motto in alter Zeit schwelgen. Aber so richtig pumpen, das kann ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Aber ich finde es krass. Du bist ja auch recht vielseitig, was so diese ganze Thematik betrifft. Ich bin da ja wirklich pur Bars. Ne? Ich bin nicht so der musikalische Typ. So. Ich habe da auch nicht so das Talent für Gesangszeugs und sowas. Ich bin ehrlich, ich hätte es gerne. Ich würde gerne singen können wie du. Kann ich nicht, aber mal gucken. Vielleicht mit Autotune. Ja, es ist halt, ich bin ja in erster Linie Musiker. Ich bin in dieses Rap-Ding eigentlich reingerutscht. So. Ich habe ja angefangen mit Gitarre spielen. So. Na, dann hat man sich irgendwie, ich schreibe ja Gesangslinien auch mit einem Keyboard, so man kann ein bisschen Klavier spielen, ein bisschen Schlagzeug spielen. Ich habe in etlichen Bands gespielt, so auch Gesangsunterricht genommen. Und ich glaube, in deiner Familie ist das ja, in deiner Familie ist das ja auch allgemein, glaube ich, so ein bisschen, oder? So ja, dieses Musiker-Ding, so, oder? Ich weiß da irgendwas ja, von Papa voll. Oder Mama, ich weiß nicht mehr. Ja. Papa ist auch Musiker gewesen, so. Ja, krass. Mein Opa war ein geisteskranker Gitarrist. Und es war immer so ein Ding. Ich habe irgendwann mit Joel, der ja auch die eine Hook gegen dich gemacht hat, wir waren auf einer Hausparty und konnten uns gar nicht riechen bis zu dem Zeitpunkt. Man kannte sich so ein bisschen, weil wir beide in Köln viele Leute kannten. Da habe ich auch noch gar nicht gerappt. Und dann hat er so draußen ein bisschen gefreestylt für die Ladies und ist ja so ein kleiner Schönling und so. Und ich habe mir das angehört und ich dachte, boah, das kann ich auch. Und dann habe ich so das eigentlich erste Mal in meinem Leben richtig gerappt und habe halt mitgefreestylt. Und dann meinte der so, Bro, wir müssen ins Studio gehen. Dann waren wir im Studio, haben 2, 3 Songs aufgenommen, dann haben wir einen Auftritt zusammen gespielt. Auf dem Auftritt war dann Maurice, Lucky Studio. Und der hat quasi, es gab hinterher so ein Zuschauervoting und der Gewinner von diesen, von allen Auftritten da, den die meisten Zuschauer geil fanden, hat ein Musikvideo gewonnen. Joel ist nach Südafrika gegangen und Maurice hat gesagt, lass doch das Musikvideo machen, du machst eine Quali für JBB. Ach, und so das war schnell eine Sache bist von du 6 Monaten. Alter, okay, krass. So. Aber dann bist du ja natürlich. Ja, ich war ja, als ich meine JBB Quali aufgenommen habe, in der Quali, ich war ja nicht mal 18 Jahre alt, wenn ich ja, mich richtig krass, erinnere. Krass. So, das erste Mal. Ja, heftig. Also ich sag dir ehrlich, in dem kurzen... Blödsinn, ich war 18. Ja? Ich war genau 18, ja. So. Krass, also ich wäre in dem Zeitraum, ja, war ich noch weitaus wacker. Also wenn ich daran denke, wie ich in den ersten Jahren gerappt, Bruder, da bist du anscheinend, hast du da schon das Talent auf deiner Seite gehabt. Weil wenn du so früh schon so abliefern konntest, krass. Ich bin halt Sänger eigentlich so. Ich war dann auf einmal da und dann habe ich irgendwie eine Quali gemacht, die geil ist, die auch ein Evergreen ist. So, die muss man ja sagen, die 2013 Quali, dieses Zeichen durch der Ende, das kennt ja jeder, der aus dieser Battle-Szene kommt. So, und dann war ich auf einmal Rapper, so, und 6 Monate vorher habe ich halt ab und zu mal Spaß-Tracks gemacht, so. Krass. Und das war's. Und dann war auf einmal, okay, du hast zwar eigentlich dein Leben lang Gitarre gespielt und immer nur gesungen und so Nirvana-Covers gemacht und Iron Maiden und findest die Foo Fighters geil und jetzt bist du halt Battle-Rapper. So, und musst du da erstmal reinwachsen. Ja, voll. Das war eigentlich alles eine Verkettung von Zufällen. Ja, krass, wusste ich nicht. Ich habe echt gedacht, du wärst da schon jahrelang am Mic gewesen und hättest so privat deine Songs gerappt und so. Okay, das ist heftig, Diggi. Das ist halt dann Hut ab für das, was du da gebracht hast, Alter. Wie lange hast du, also du hast zwei, also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, du hast deine Quali eingereicht. Wie lange hast du seitdem, also wie lange warst du da Rapper?
Also ich weiß, dass ich mal, ich habe irgendwann mal für irgendein Turnier, habe ich einen Ausweis gefaked. Ich weiß nicht mehr, was das war. Oha, krass. Es kann aber auch irgendwas Kleines gewesen sein, keine Ahnung. Vielleicht bringe ich da auch mal was durcheinander, weil ich habe gerade noch mal gerechnet. Ich bin eigentlich, war ich so in meiner Meinung überzeugt, habe das war schon ein, zwei Mal gesagt, dass das erste JBB war. Das kommt aber, glaube ich, gar nicht hin, weil da muss ich schon 18 gewesen sein, als ich die Quali gemacht habe. Keine Ahnung, sei es wie es sei. Ich habe immer ein paar Spaß-Tracks gemacht so und man hat halt auch mal einen Hip-Hop-Song gemacht. Aber das war so, man trifft sich mit Freunden und rappt ein bisschen oder man lädt mal was hoch. Aber ich war nie Rapper so. Ich war Musiker und habe halt ab und zu auch Rap-Dinger gemacht. So. Und von ich treffe Joel auf dieser Party, gehe ins Studio, mache wirklich mal ernsthaft einen Hip-Hop-Song und lade den hoch, den ich ernst meine. So nicht, ich erzähle irgendeinen Scheiß, sondern ich mache jetzt einen Song, der mich bewegt und das ist Rap zu JBB, war glaube ich weniger als ein Jahr. Boah, krass. Aber heftig. Würde ich tippen. Heftig. Würde ich tippen. Wie gesagt, Props. nagelt mich nicht fest. Kann auch ein Jahr gewesen sein, aber wirklich nicht lange. Also wenn ich überlege, wie lange ich gebraucht habe, um den Takt zu treffen und überhaupt zu peilen, wie viele Lines überhaupt ein Part hat. Ich weiß, mein erster Song, da habe ich in die Hook mit reingerappt, weil ich nicht mal wusste, dass das 16 Lines sind. So. Ja, krass, Digi. Aber vielleicht hattest du das schon durch deine Musik-Dings schon so einen gewissen Bonus, so, ne? Timing und so, das ist halt alles relativ ähnlich, ne? Also, dass man ein Gespür dafür hat, wie lang ein Part sein muss und wie es ungefähr klingen muss und so, das schon. Aber dieses Reimgame, dieses neue Reimgame musste ich lernen, weil das gab es in der Musik, die ich gemacht habe, nicht. Ne? Wie Ja, man okay. betont, muss ich lernen. Man hat ja am Anfang, wenn man rappt, man versucht immer so maskulin zu klingen und so Angst vor dem Mikrofon. Das sind halt alles Faktoren. Jeder findet sich bei seiner ersten Aufnahme cringe. Ja. Na, das musst du halt bei mir wegrechnen, weil meine erste Aufnahme war halt schon mit 14, das war so ein Ja, anderes Genre. okay. Aber viel, was einem am Anfang beinstellt, war bei mir halt nicht da. Ja, Ja, ich musste halt okay. nur Rap lernen, aber nicht Musik. Ja, okay. Ja, dann war wahrscheinlich diese Entwicklung zum, ja, stabilen MC halt weitaus schneller, die ging weitaus schneller bei dir, weil du halt schon musikalisch so einen Vorsprung hattest, ne? Genau, ich hatte den Grundpfeiler schon so. Das ist keine Ahnung, wenn du 400 Kilo wiegst und noch nie Sport gemacht hast und dann Fußballprofi werden willst, dann ist schwierig. Aber wenn du vielleicht vorher schon Sprinter warst, ne, dann musst du halt nur noch Okay. Beigefühl lernen, aber du bist schon Sportler, du hast schon dieses sportliche Fundament und so weiter und so fort. Ja. Ne, ist halt was anderes, wenn man nur das Genre wechselt, als wenn man neu anfängt, Musik zu machen. Ja, krass, krass. Okay, heftig, wusste ich nicht. Ich dachte echt, das wäre so ein Ding gewesen. Du wärst doch schon jahrelang irgendwie am Rappen gewesen, hättest schon deine paar Songs fertig gehabt oder vielleicht sogar EP oder Album, so, was halt nicht released wurde oder was halt nur for free irgendwie oben war. Krass, weil ich habe da, lass mich überlegen, wenn ich jetzt so sage, wann habe ich wirklich aufgenommen, also regelmäßig was aufgenommen, war so ab 2008, das heißt, da war ich schon 5 Jahre lang, habe ich da gerappt, Alter. Ja, krass, aber ich hatte halt nicht diesen musikalischen Background vorher, ne? Ich bin da halt voll stumpf mit 17, 18, habe ich mir gedacht, ich will jetzt Mucke machen und hab, ne? Und bin da komplett kalt irgendwie reingesteppt. Ja, now we're here, Alter. Wer hätte das gedacht? Und Tja. jetzt sitzen wir hier und sind auf einmal alte Hasen und Veteranen, Digga. Das ist irgendwie schnell Ja, wer hätte das gegangen. gedacht, Alter, als ich damals Line gedisst habe, dass ich mal hier sitze und mit so einem Streaming-Setup, mit so einem Weihnachtszeug im Hintergrund. Ey, ja, aber so ändern sich die Dinge. Aber nice, ey, ich find's Digga, wir cool. reden über Battles, die sind knapp 10 Jahre Ja, her. das Das musst du dir ist mal auf der krass. Zunge zergehen Kommt dir lassen. das so Das ist vor? krass, oder? Kommt dir das so vor? Nein, Nee, Mann. ne? Gar nicht. Ich habe irgendwann bei der JMA, bei dieser Bonusgruppe, wo AT, ich und Rapido waren, da gab es irgendein Video und irgendjemand hat gesagt, die alten Hasen räumen auf oder so. Und dann ist mir so bewusst geworden, Bro, ich bin halt in dieser Szene, sind wir Oldies, Digga. Ja, Wir sind klar. so Oldies, wir sind so die erste Generation, das ist krank. Ja, das ist crazy. Ich habe ja damals VBT gemacht und bin ins JBB nur rein, weil Julian mich gefragt hat. Also Julian wollte mich haben wegen dieser Eastmatics-Geschichte. Ich hätte auch nie gedacht, dass das alles mal, ja, ne, was dann alles folgte, so, ja, ist Ja. crazy, wie manchmal so das Schicksal spielt. Ich meine, hätte ich Safe. Eastmatics nicht bekommen, wäre alles anders gelaufen. So, also ist krass, dieser eine Fakt, dass Eastmatics mein Gegner war, hat alles verändert irgendwie, wenn man so diesen Startpunkt dann sehen will. Da habe ich übrigens eine krass lustige Geschichte zuerst mal. Krass lustige, aber fand ich damals irgendwie ein bisschen bezeichnend, wie die Szene damals so gelaufen ist. Ich habe im Rap-Sparring mitgemacht und dann habe ich gegen Keks Cool gebettelt. Ich weiß nicht, ob der dir noch ein Begriff ist. Ja, ich glaube zum Bart, ne? Ja, Genau. ja. Und dann hat Esmerdix mir geschrieben, ey, ich habe gesehen, du bist gegen Keks Cool so. Der hat mich schon viermal nach dem Feature gefragt. Ha, 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 ha. Und dann meinte ich so, ey, wäre doch voll witzig, wenn du mich in meiner Runde featurest. Ich habe aber übermorgen Abgabe. Und dann meinte die, ja, ich bin jetzt gerade zu Hause. Attendorn ist ja nicht weit von Köln. Ich habe hier auch ein Setup. Hast du denn eine fertige Runde? Wenn du Bock hast, komm vorbei. Kannst auch hier pennen und dann nehmen wir das Ding auf. Und wir hatten noch nie Kontakt gehabt. Krass. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, ey, Alter, kannst du mich nach Attendorn fahren?
anderthalb Stunden später war ich in Attendorn. Ja, was geht ab? Ich bin Tim, ich bin Elisa. Jo, lass mal ins Studio gehen. Crazy. Ja, crazy. Ja. Ich weiß noch, sie hat mir dann gesagt, ey, keine Ahnung, du kannst übrigens nicht bei mir im Bett pennen, weil meine Freundin schiebt da ein bisschen Filme und so weiter und so fort. Ist okay für dich, wenn du auf der Couch pennst? Dann haben wir die Runde gemacht, noch ein Video gedreht und so vollgesoffen, dass wir irgendwie die Speicherkarte formatiert haben oder so. Deshalb sieht ihr Video so scheiße aus. Ach dann so. Haben wir auch nie wieder gesehen. Aber das war so Asthmatic, so Superstar, alle kennen. Und dann, ja, ja, komm mal jetzt nach Attendorn, wir saufen einen, vielleicht machen wir auch eine Runde. So sind die Features damals entstanden. Krass, ja, crazy. Ja, überwitzig. Wilde Geschichten, Alter. Ja, aber du bist ja allgemein ein Mensch, der glaube ich, recht viel rumgekommen ist, auch so in den letzten Jahren. Ne? Man sieht dich ja überall. Ich habe dich ja auch, ey, Props dafür übrigens. Ne? Ich habe mir natürlich damals auch das Cynic Battle und so alles reingezogen. Jetzt mal unabhängig davon, ne? Cynic, ja, Cynic ist halt Cynic, Alter, wissen wir ja beide, aber ey, du. Ja, Cynic ist nicht mehr Cynic. Ja, zu dem Zeitpunkt. ne? Und du hast auf jeden Fall mal Eier gehabt, Alter, das muss man dir lassen. Also ich habe da echt meinen Hut gezogen, so mein Imaginären, dass du dich da hingestellt hast und muss man sich erst mal trauen, auch gegen einen Cynic da direkt einzusteigen. Also da bilde ich mir auch bis heute noch was drauf ein, weil ich habe das zwar verloren, aber Cynic war zu dem Zeitpunkt voll im Run. Das voll, ist so, ja. Bei Battle Rap ist das sehr vergleichbar mit Kampfsportlern. So, ich weiß nicht, wie du bei UFC beispielsweise drin bist. Ja, gar nicht. Aber Conor McGregor kennt jeder. Mhm. So, ne? Conor McGregor hat seine Kämpfe gehabt, war unstoppable so. 5 gewonnen, 6 gewonnen, 7 gewonnen. Und dann kommt der eine, der dich ausnockt und danach bist du nicht mehr derselbe. Das ist halt die Prime. So, die Prime-Phase, in der du deine Hochphase, die hat jeder gehabt. Mike Tyson, Muhammad Ali, jeder hat die gehabt. Muhammad Ali hat 2 gehabt, aber Muhammad Ali ist auch kein Mensch. Und das war bei Cynic auch so. Der war auf dem Maximum seiner Prime, Anfang 30, Comedy, das heißt, er kann Bühnenerfahrung und so. Ich hatte das noch nie gemacht und ich bin hingegangen mit 21 Jahren in der Disziplin, die ich noch nie gemacht hatte, die auch nicht meine Paradedisziplin ist, vor einer Crowd, die mich scheiße findet, weil ich aus dem JBB komme. Und auch wenn ich das verloren habe, da finde ich, bis heute habe ich für mein Debüt gegen den sehr stabil performt. Ja, safe hast du auch. Hast du auch. Vor allem, weil Cynic ja auch früher wirklich der konnte halt auch den Gegner gut verunsichern, ne? Wenn der so nah gekommen ist und so. Mhm. Ich weiß noch, irgendwas mit deiner Kauleiste und so, da kam er so ganz nah. Und also ich stelle mir das, ist für mich so eine Horrorvorstellung, Alter, das so auf der Bühne irgendwie zu erleben und sich dem auszusetzen, aber ich finde auch, also du hast... Es gibt keine größere Drucksituation. Glaube ich dir. Weil du musst überlegen, es ist nicht nur, du schreibst einen Text, sondern du schreibst einen Text und wenn du rauskommst, das ist ja eine Arbeit von, ich glaube, in dem Cynic-Ding rappe ich 600 Bars oder so. Mhm. Ne, das ist eine Arbeit, dann lernst du das alles auswendig. Und wenn du chokst, ist die Arbeit weg. Ja, dann kannst du es nochmal auf. Klar. Plus, du hast, und das hast du nirgendwo, auch noch jemanden dir gegenüber, der dich rausbringen will. Mhm. So, du hast jemanden vor dir stehen, der will, dass du verkackst. Es ist schon schwer genug, einen Text vorzutragen, wenn alle dir wohlgesonnen sind. Aber du hast jemanden gegenüber, der aktiv daran arbeitet, dass du reinscheißt. Das ist krass, das ist mit nichts vergleichbar, diese Situation. Ja, und halt auch ich dieser Druck. Ich habe dann irgendwann mal gegen David Jones gebattelt und der stand vor mir und der fand mich scheiße. Auch bei Mighty Battle, der fand mich scheiße, weil ich hatte irgendwie so ein Ding, dass er mir nicht so... Und dann steht da so ein Typ vor dir und du denkst, okay, das ist einer, der vielleicht passiert da wirklich was. Ne? Also ich war nie so, dass ich da Schiss wollte so. Ich wäre, auch wenn ich Todes auf die Fresse bekommen hätte, ne, es hat mir jetzt so keine Angst, ich mache, hoffentlich schlägt er mich nicht oder so, soll er halt machen. Aber es ist trotzdem, es macht Druck, dann steht da so ein Baby natürlich, vor dir natürlich. Und ist die Erscheinung und schreit dich an und du bist so, jo, was geht ab, Alter? Ich muss, der ist jetzt schon angepisst, Alter, und gleich mache ich auch noch schwarzen Witz. Klar. Vielen Sachen in deinem Kopf. Ja, und dann auch diese Unberechenbarkeit. Das ist eine krasse Situation. Ja, dann auch die Unberechenbarkeit des Publikums. Man weiß ja auch nicht so, also ich wüsste, das wäre für mich voll das Problem. Ich wüsste ja gar nicht, welche Line kommt da gut an. Das ist ja auch dann immer abhängig. Ne? Bist du Diltili, Ram, da werden ja auch so unterschiedliche Sachen gefeiert. Boah, Bruder. Also ich wurde ja auch schon angefragt für Diltili und ich habe bis jetzt noch nicht meine Eier gefunden, um da auf so eine Bühne zu gehen. Also. Das ist schon heftig. Es ist sehr schade, dass ich hier bin, weil ich habe, sage ich auch in meiner JMA-Runde, ich musste am 1.12. hier anreisen. Mhm. Und ich hatte eigentlich für den 3.12. ein On-Beat-Battle bei Diltili gefixt gegen AT. Das holen wir jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr auf dem Splash nach. Ah, aber geil, aber Alter. Das ist nice. On-Beat, das denke ist geil. Ich mir halt, das ist fresh. So. Das können wir beide, weißt du. Und dann können gerade wir beiden JBB-Hasen diesen Diltili-Pen-Game-Vollidioten mal zeigen, wir können da was besser als ihr. Ja, geil, da hab ich aber Bock drauf. Und AT ist mein Kumpel so, der, ne, wir haben ja auf meinem Release-Konzert hat er Support-Act gespielt, weil ich da nicht zu schade, nach Köln zu fahren. Wir sind todescool miteinander und wir sind halt beide der Meinung, okay, da ist diese Situation halt nicht da, dass da jemand schmutzige Wäsche wäscht, sondern wir wollen beide einfach nur geil performen.
Ja, so klar, Schaukampf klar. machen und eigentlich betteln wir nicht gegen uns, sondern gegen jeden, der da drum rumsteht. Und das Ziel war halt sozusagen, die sollen sagen, so gut will ich auf Beat rappen. Ja, aber Und mega das werden wir auch nice. auf jeden Fall noch Mega, machen. mega, mega. Ich würde mich persönlich auch eher auf einem On-Beat-Battle fühlen als A Cappella. Ich glaube, A Cappella, Bruder, Alter, das ist so, boah, das ist schon parat, also das ist schon echt Endlevel. So da abzureißen, das ist schon krass. Und ich habe da, ich bin ja auch voll der Diltily-Fan, so. Ich habe jetzt eine Weile nicht mehr geguckt, aber früher sehr, sehr viel. Ich hätte schon Bock, aber das ist schon, boah, das ist schon, vor allem, Das das. Michael Stinnig-Ding hast du aber gesehen, oder? Ja, klar, das habe ich gesehen. Okay, Die ja, Sache gut, ist dann halt geht's. so, wir sind natürlich als so alte JBBler, ne? Ich würde halt gern, ich träume von so einer Parallelwelt, in der mich als so ein unbekannter Gio, den noch nie jemand gesehen hat, in so ein Diltily Battle gehen könnte. Weil wenn du dann verkackst, ist egal. So, weißt du, was ich meine? Ja, So ist halt immer man hat scheiße. halt eine Fallhöhe, ne? Ja, klar, ist jetzt nicht so, dass ich mich, ja, ich habe ja jetzt auch keinen Hype mehr oder so, aber natürlich werden einige wissen so, ah, okay, das ist dieser eine Typ da, ne? Den kennt man doch so ein bisschen. Ja. Und das ist schon, ja, das ist schon unheimlich. Ja, aber krass. Ja, safe. Krass, dass du das Sehe, mal was du durchgezogen meinst. hast. Also, da kann ich echt sagen, Ja. Props gehen raus, Digga. Immer die Eier gehabt. Dankeschön. Ja, keine Alles Ahnung, einfach mitzunehmen. machen. Ich habe mir bei allem immer gedacht, einfach machen, Alter. So, was ist, keine Ahnung, was ist der Worst Case? So, das muss man sich immer fragen. Was ist der Worst Case? Dann verliere ich halt. Dann finden mich Leute scheiße, die mich sowieso schon scheiße fanden. So, und Leute, die mich cool finden, werden mir kein, also finden meine Songs nicht schlechter, weil ich da vielleicht reingeschissen habe. So, aber was soll passieren? Ja, Na, die Sachen, die prinzipiell, mir klar. wichtig sind, das ist halt auch so ein Ding. Na, keine Ahnung, so die Leute, die mir nahestehen, meine Musik, die ich mache und so, das geht ja nicht weg. Und Leute, dass Leute mir schreiben, ey, du bist Kacke und du bist ein arroganter Spasti, so, das bin ich gewohnt, so, das ist mir egal. Deshalb einfach, egal was kommt, wenn es cool ist, immer rein, immer machen. Ja, prinzipiell ist das auch richtig. Ich habe mir auch viele Chancen verbaut aufgrund von irgendwelchen Ängsten oder weil ich mich nicht überwinden konnte. Ich habe sowieso, ja, so im Charakter steckt es einfach oder in meiner Psyche, was weiß ich, ne? Ich habe immer so ein bisschen Probleme gehabt mit Ängsten. Allgemein, so, das hat immer bei mir viel eine Rolle gespielt, ob jetzt also vor allem oft auch sehr irrationale Ängste oder ja, in so eine krankhafte Richtung halt. Und es hat mir auch immer viele Steine in den Weg gelegt. So. Und da bist du auf jeden Fall jemand, an dem man sich ein Beispiel nehmen kann, weil du halt immer, das habe ich schon damals halt gesehen, so als wir, wie gesagt, diese eine Situation, wir sind in Berlin, du bist in irgendeiner Stadt, Alter, irgendwo in Berlin, ne, kennst da niemanden und sagst einfach, okay, ich gehe jetzt als Mike, Alter. Da habe ich damals, das hat mich schon imponiert. Da dachte ich so, Digga, was mit dem, Alter? Wieso hat ja so eine Eier und ich traue mich in meiner eigenen Stadt nicht. Ja, aber ja, da Danke. habe ich noch was zu wachsen. So, da gibt es halt Dinge, an denen ich auch noch wachsen muss. Oder in denen ich halt, ne, noch was lernen muss. Oder Ja. lernen kann.